Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Porsche. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und ja, hoffentlich. Oh, Sauwetter. Und wir haben Post. Nice. Bitte vom Forschungszentrum. Von Isaac. Ich bin ein alter Mann, der es liebt, im Park 5 Gewinn zu spielen. Aber genau da liegt das Problem. Es gibt im Park keine Tische. Ich muss auf dem Boden spielen. Also habe ich beschlossen, meinen eigenen herzustellen. Ich habe viele Werkstätten kontaktiert, um einen Steintisch und zwei Steinsitze in Auftrag zu geben. Aber keiner war der Auftrag lukrativ genug. Du bist meine einzige Hoffnung. Ja, klar. Ein Steintisch und zwei Steinhocker. Easy. Wir brauchen jetzt erstmal nur ein bisschen Platz im Inventar. Steine haben wir gerade dabei. Ich glaube, ich habe nirgends Platz. Das ist das Problem. Doch, wir können uns Raum schaffen. Ja. Nicht viel. Das kann auf jeden Fall mal weg. Das kann weg. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Warte mal, das haben wir auch da drin. So. Also, einen Steintisch und zwei Steinhocker, die können wir easy machen und mitbringen. Das ist alles kein Problem. Vier Holzbretter. So. Ein Steintisch. Und zwei Steinhocker. Ah, wir brauchen noch zwei Holzbretter, dann können wir das hier auch abschließen. Sehr, sehr gut. So, dann bringen wir das mal in die City zum alten Isaac. Der ist auch hier irgendwo unterwegs. Alle haben Schirme auf dem Kopf, außer mir. So, Isaac, hier, bitteschön. Excellent work. I'm impressed. Now I just... Sehr schön, dann haben wir auch das Geld, das wir brauchen, um unser Upgrade zu holen. Gut, dass ich mir keine Inventarslots gekauft habe. Sonst wäre ich jetzt ganz schön am Sack. So. Also, was haben wir eigentlich alles? Wir können später einen Stall bauen. Uiuiui. Okay, das ist alles ganz schön groß. Arbeitstisch Level 1. Verbessern. Bestätigen. Fertig. So, das hat uns ganz schön viel Geld gekostet. Aber ist egal, wenn wir das Töff-Töff fertig haben, können wir uns wieder ein bisschen Geld daraus zurückholen. So. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Uns fehlen die Räder. Gummireifen. Echt, jetzt brauchen wir Bronzebahn. Wie viel brauchen wir? 3. Fertig. Einen Sitz. Dafür brauchen wir Leder. Also wir geben auch gleich mal noch mehr Holzbretter in Auftrag. So, Leder. Wie mache ich Leder? Ah, fertigen. So, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Die Räder können wir schon mal anbringen. Zack. Das Fahrgestell brauchen wir 5 Kupferbahnen. Oh, kacke. Ich glaube, wir brauchen mehr Leder. Fell. Das haben wir von den Lamas bekommen, ne? Immer ein paar Lamas umhauen. Okay.
Aber haben wir schon das erste Fell? Ja, die Tierknochen brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen noch einmal Fell. Abgenutztes Fell. Abgenutztes Fell. Komm schon. Meine Güte. Tierkot. Geil. Das gibt's doch nicht. Gib mir ein Fell, bitte. Ja, sehr gut. Okay, ab nach Hause. Noch ein Leder herstellen. Ich glaube, wir brauchen zwei Sitze, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann brauchen wir noch Kupferbarren. Und die müsste ich aber herumliegen haben. Ein Leder ist fertig, dann machen wir gleich das nächste. Ach, wir hätten auch Fell herstellen können. So, okay. Inventar. Wir müssen wieder ein bisschen Zeug loswerden. Kupferbahn habe ich im Inventar. Habe ich gerade gesehen. Jo. Ich will nur noch die Sitze, richtig? Ja. So. 2 Stunden und 6 Minuten, dann haben wir ein paar Holzbretter fertig. So. Bauteile. Einzelsitz fertigen. Ja. So, jetzt müssen wir nur kurz auf das Leder dann warten. 8 Holzbretter haben wir noch. So, gut, dann geben wir gleich nochmal 2 in Auftrag. Zack. Nice. Okay. Läuft ja. Was war das mit den Wassertanks? Auch Holzbretter und Steinziegel, die können wir uns gleich mal holen. Gibt da nämlich auch nochmal extra Kohle. Da haben wir die Steinziegel. Das packen wir da rein. Das können wir da reinpacken. Das und das. Das können wir eh noch nicht verarbeiten. Und somit haben wir schon wieder mal ein bisschen Platz. Ja. Eine Stunde noch, bis das Leder fertig ist. So, das Ding ist auch ready. Der Kopfsalat. So. Wir könnten aber schnell die 3 Kästen fertigstellen. Und die bei Emily abliefern, die in der Tafelrunde sitzt, mal wieder am Saufen.
Das gibt nämlich auch wieder ein bisschen Cash. In the Tash. Jawohl. Emily. Thank you. I can't wait to try these out. Ja, bitte. 300 Gil Golds. Golds heißt das, glaube ich, hier. Golds. Gil war Final Fantasy. So. Keine Quests auf der Karte. Wir bewegen uns jetzt wieder Richtung Haus. Da fehlt uns jetzt nur mehr der Sitz. Dafür brauchen wir das Leder und noch ein Holzbrett dann. Wir könnten mal in der Zwischenzeit zu dem Tierhändler schauen. Mal schauen, was der so verkauft. So, was haben wir da? Eine Kuh. Schafküken. Was ist das? Eine Ente. Und Rindfleisch. Okay. So, was ich vorhin noch gesehen habe, war der Ruf. Der vielleicht ganz wichtig wäre. Okay. Fremder. Das ist ähnlich wie in Stardew Valley, nur dass hier noch viel mehr NPCs gibt. Okay. Pferd kann man nicht kaufen. Schade aber auch. Komm schon, werd fertig. So, das würde ich gern wieder da hinten hinstellen. Ja, passt. Und da ist das Holzbrett. So, einen Stuhl. Fertigen. Und den bauen wir ein. Und fertig ist das Stück. Kann ich mit dem eigentlich fahren? Nee, den kann man nur mitnehmen. Okay. Im Inventar ablegen. So. Den liefern wir auch direkt ab. Und für die Wassertanks brauchen wir eh noch Holzbretter. Und der Antoine, der freut sich über das Töff-Töff. The quality is excellent. Good work. Since you finished the DD, I'm supposed to tell you to go see Mr. Mayor. He wants you to build some road signs or something. Jawohl. Okay, Straßenschilder will er haben. Whatever. Reden wir mal mit dem guten Gale. Ah, there you are. Thank you for your help on completing the transport. Now that we have the vehicle, we need some stop signs to show folks where they can get on and off. Okay. For the initiation of the system, I want 5 DD stops. I'm commissioning you to build and place 3 of them. Thank you. I'll take the commission. Now that I think about it, you probably don't have the necessary handbook diagram for this item. You need to go to the research center and talk with Petra. She should be able to help you. Okay. Auf zu Petra. Mal wieder. Aha. So entwickelt sich das Ganze also. Jetzt werden hier öffentliche Verkehrsmittel gebaut.
Ah, wieder zu spät oder was? A DD stop sign. This should be a bench and a few signs, right? Let's see. For that, I think we'll need 3 data disks. Ja. You have them. Great. It'll take a while to analyze all the data. I'll contact you when we have something. Okay. So, und jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal 2. Oh, da kommt, bekommt man die ganze Reihe. Oh, hätte ich das mal vorher gewusst. So. Zauber. Okay. Gut, die Töff-Töff-Haltestellen. So, Wassertank bauen. Das haben wir. Und dann geben wir nochmal Holzbretter in Auftrag. Und damit würde ich sagen, meine Lieben, war es das auch für diese Folge My Time at Porsche. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Und ciao.